Jordan-Doku kommt ins Free-TV. Die Dokumentation über NBA-Legende Michael Jordan läuft ab dem 7. August bei D-Max kostenlos im deutschen TV. The Last Dance läuft dann jeweils sonntags ab 22.15 Uhr in Doppelfolgen. Bisher lief die Doku nur beim Streaming-Anbieter Netflix. In der Doku gibt es tiefe und persönliche Einblicke in die Karriere von Bulls-Ikone Jordan, auf und neben dem Court. In den USA wurde die Dokumentation bereits von vielen Seiten als exzellent gelobt. Tatum kommentiert Trade-Gerüchte. Celtics-Star Jason Tatum hat die Gerüchte um einen möglichen Trade von Kevin Durant kommentiert. Im Rahmen der Filmpremiere von Durants neuer Basketball-Doku NYC Point Guards erklärte Tatum, dass er die aktuelle Konstellation in Boston sehr mag und absolut zufrieden mit dem Kader sei. Er wird weiter rausgehen und Basketball spielen, die Aufgaben eines General Managers hingegen werde er nicht übernehmen, so Tatum. Wie wir bereits am Montag berichteten, sollen die Celtics angeblich in das Poker um Kevin Durant eingestiegen sein und Verhandlungen mit den Brooklyn Nets aufgenommen haben. Hornets Comeback von Franchise-Legende? Das Sportportal The Athletic berichtet, dass die Charlotte Hornets an einer Rückholaktion von Kemba Walker arbeiten sollen. 8 Spielzeiten stand Walker bereits für die Hornets von 2011 bis 2019 auf dem Parkett. Bis heute ist der 32-jährige Rekordspieler von Charlotte. Neben Walker soll auch der Name Isaiah Thomas wieder Teil der Planungen sein. Letzte Saison kam der 33-Jährige bei den Hornets immerhin auf 17 Einsätze, nachdem er im März nach 2 10-Day-Contracts für die restliche Spielzeit verpflichtet worden war. Sowohl Isaiah Thomas als auch Kemba Walker sind derzeit als Free Agents auf dem Markt. Erster NBA-Store in Deutschland. Die NBA gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass noch diesen Herbst in Berlin der erste offizielle Store der Liga eröffnet wird. Nach London, Paris und Mailand wird es der 4. Standort in Europa für offiziellen Merchandise der NBA und WNBA. Auch die Personalisierung vieler Artikel wird möglich sein. Das gesamte Pressestatement der NBA mit allen Details findet ihr auf basket.de. Keine Impfpflicht für NBA-Spieler. Yahoo Sports berichtet, dass die NBA in der kommenden Saison auf eine verpflichtende Covid-19-Impfung ihrer Spieler verzichten will. Ungeimpfte Spieler müssen sich womöglich weiter regelmäßigen Tests unterziehen, einen Ausschluss aufgrund fehlenden Impfschutzes soll es aber nicht geben. Die Impfquote der Liga liegt wohl bei etwa 95%, es wird aber weiter dringend angeraten und appelliert, sich für eine Impfung zu entscheiden. In der letzten Saison richteten sich die Vereine nach den lokalen medizinischen Richtlinien ihrer Städte und Bundesstaaten, weshalb ungeimpfte Spieler teilweise nur zusehen durften.